Nielsen jetzt 9. und Wolf in der 10. Position. Und da stehen jetzt auch dann 2. Der eine ist Oliver Söderström. Der andere sieht aus wie, tja, 24. Könnte das sein? Ja, Startnummer 24. Robin Bresina. Das riecht auch so ein kleines bisschen nach Safety Car. Söderström trifft Jordan Love. Bresina hält das Fahrzeug noch auf der Strecke. War ein bisschen erschreckt. Und dann kommt Söderström nach innen rein. Rasiert mal eben kurz über das Rad von Robin Bresina. Eingangsstart und Ziel. Und damit stehen sie beide im Kiesbett. Und damit behaupte ich mal, wird es nicht lange dauern, bis wir aus Yellow Flag at Turn 17 ein Full Course Yellow haben werden. Wow, da ist er aber schnell unterwegs, der Robin Bresina. So, mach nicht zu schnell. Aha. Na, das nenne ich mal ein Sprintrennen, oder? Oliver Söderström und Robin Bresina. Hat der aber Beine gekriegt. Da sind sie aber beide mal, ja, Safety Car übrigens. Da sind sie also beide mal etwas aus der Spur gewesen. Natürlich war es unglücklich von Oliver Söderström, brauchen wir nicht drüber reden. Ja, da Robin Bresina so übers Rad zu fahren, der war ja schließlich auch schon drin in der Kante. Aber hier, das war eine Sprinteinlage der Extraklasse. Und lauf mir nicht weg, ich krieg dich trotzdem. Tu mir nichts, ich tu dir auch nichts. Das könnte die Antwort von Oliver Söderström gewesen sein. Also schwedisch-deutsches Duell. So, und jetzt achten Sie mal drauf. Söderström schaut in den Rückspiegel. Da fliegt der Bresina schon heran. Ja, nun warte, warte, warte. Lass mich jetzt aussteigen. Nee, erst muss ich raus aus dem Auto. So, und jetzt kann ich abhauen. Ja, so kann das gehen. Ein Schelm, der Böses dabei denkt, wenn wir über das Wort Kindergarten nachdenken. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, aber das ist eine Sache, die meines Erachtens nach auch im Nachwuchsbereich des Motorsports